Hallo ihr Zockerholics da draußen und willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Ich bin Edith und meiner eine zockt heute Spiritfarer. Ein Spiel, das mir mein Göttergatte sozusagen empfohlen hat. Fühl dich mal lieb geknufft an der Stelle. Und zwar hat der das eine Weile gespielt. Meiner eine hat immer mal so verstohlen auf seinen Monitor rüber gelinst und irgendwann fiel der Satz: Das könnte ein Spiel für meine Frau sein. Also hat es sich meine eine gekrallt, installiert und wir werden uns das Ganze jetzt mal gemeinsam selbst anschauen. Und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Ich bin unheimlich gespannt auf unser Abenteuer. Ja, worum geht's überhaupt? Und zwar ist das Ganze ein Management-Spiel über das Sterben. Baue als Fährmann der Verstorbenen ein Boot, um die Welt zu erkunden, dich um deine Geisterfreunde zu kümmern, sie über die mystischen Meere zu geleiten und schließlich ins Jenseits zu entlassen. Ja, klingt auf jeden Fall nach einer großen Aufgabe und ich würde sagen, wir nehmen die Herausforderung an. Los geht's! Einen Moment lang hatte ich schon gedacht, dass du nie aufwachen würdest, Kleine. Welche Ironie wäre das denn gewesen, nicht wahr? Ich bin Charon. Der Seelenfährmann. Zumindest war ich das bis zu deiner Ankunft. Ich bin nicht wirklich traurig, von hier zu verschwinden, aber einige Dinge hatte ich schon noch zu erledigen. Ich fürchte, du musst dort weitermachen, wo ich aufgehört habe. Schließlich ist heute mein allerletzter Tag. Und wer bist du? Stella. Willkommen, Stella. Wie ich sehe, hast du einen Freund mitgebracht. Wie heißt der? Daffodil. Ah, knuffige kleine Mieze. Oder ein Kater, je nachdem. Aha. Dann werdet ihr die Bürde gemeinsam tragen. Und meine Aufgaben übernehmen. Wie schon erwähnt, in einigen Minuten werde ich aus dieser Welt verschwinden. Deshalb bist du hier. Du wirst die neue Seelenfährfrau sein. Hör zu. Deine Aufgabe hier wird alles andere als einfach sein. Aber dennoch simpel. Finde die verirrten Seelen auf den Inseln und bringe sie hierher, wenn sie dazu bereit sind. Sterbende Seelen können nicht aus eigener Kraft ins Jenseits überwechseln. Du musst ihnen dabei helfen, ihre letzten Anfragen zu erfüllen und ihnen bis zu ihrem letzten Atemzug zur Seite stehen. Die große runde Brücke dort drüben ist die Immerpforte. Das Alpha, wo alles beginnt, und das Omega, wo alles endet. Hier wird alles Streben erfüllt und die Existenz erreicht ihre Schwelle. Eine wichtigere Aufgabe gibt es nicht. Vergiss das niemals, Stella. Hier, ich muss dir etwas geben. It's magic. Damit musst du wirklich vorsichtig sein. Es ist das Immerlicht. Das Symbol deines Status in dieser Welt und das einzige Werkzeug, das du je brauchen wirst. Moment mal, was machst du denn? Oha. Oh, wie unangebracht. Oh je. Nun, das reicht jetzt aber.
Oh, das ist knuffig. Das Immerlicht wird euch auf euren Reisen helfen. Es wird ein Licht in der Dunkelheit sein. Die letzte Hoffnung der Verstorbenen. Hoffnung ist eine Flamme, das Licht, das nie erlöscht, das Leuchtfeuer der Ewigkeit. Es gibt keine wichtigere Pflicht und sie ist schwierig und unbequem. Das Schicksal verlorener Seelen ruht auf euren Schultern. Keine Sorge, zu Beginn war ich auch von allem überwältigt. Versucht einfach nur, euch zu konzentrieren. Eins nach dem anderen. Schon bald werdet ihr euch an diesen Ort gewöhnt haben. Und an diese Momente. Ihr seid schließlich die neuen Seelenfährleute. Oh, eine letzte Sache noch. Wenn ich weg bin, wirst du dir dein eigenes Schiff suchen müssen. Meins ist nicht für dich geeignet und wird verschwinden, sobald ich weg bin. Wenn du eine Zeit lang in die richtige Richtung ruderst, solltest du ganz in der Nähe eines finden. Vermutlich. Es ist Zeit. Ich muss gehen. Leb wohl, Stella. Und viel Glück. Du wirst es brauchen. Na dann, auf geht's. Harren wie der Dinge, die da kommen. So. Oh. Okay. Ja. Ich denke auch, wir brauchen ein Schiff. Unser Boot hat sich gerade verabschiedet. Drücke Space, um zu springen, halte Space gedrückt, um höher zu springen. Okay. Halte beim Springen W gedrückt, um durch Plattformen nach oben zu klettern. Okay. Halte S und Space gedrückt, um dich nach unten fallen zu lassen. Gut. Drücke E, um mit einem leuchtenden Umriss zu interagieren. Alles klar. Mhm. Stella! Du bist es wirklich. Steh doch mal gerade und lass dich anschauen. Mhm. Okay. Du siehst gut aus. Oh, danke schön. Und Daffodil ist auch hier, wie ich sehe. Mhm. Dann brauchen wir wohl eine Fusselrolle. Okay. Ah, vielleicht ist es nicht so offensichtlich. Hm. Ich bin's. Gwen. Gut, dass du mich gefunden hast. Hm. Wenn du hier bist, dann bedeutet das... Oh. Du bist die neue Seelenfährfrau. Hm. Du bist Charons Nachfolgerin. Ich hatte versucht, ihn loszuwerden und bin nur zufällig hier gestrandet. Ich sitze schon seit einer Woche auf dieser ekligen Insel fest und lebe von Sardinen und Zigaretten. Ah, ja, lecker. Mhm. Schon komisch, früher habe ich dir immer aus der Patsche geholfen. Wie ich sehe, hast du jetzt ein Immerlicht. Mhm. Natürlich. Siehst du das Schiff dort drüben? Ah, guck mal. Das ist es. Mhm. Es ist offensichtlich etwas heruntergekommen, aber du solltest es übernehmen. Da du die Seelenfährfrau bist, müsste es funktionieren. Gut, treffen wir uns dort drüben auf dem Deck. Mhm. Ich werde dir alles erklären. Alles klar, los geht's.
Hüpfen wir mal auf unser neues Schiff. Sehr schick auf jeden Fall. Hier drüben. Okay, dann mal los. Ich hoffe, mein Pelzmantel wird nicht allzu sehr in Mitleidenschaft gezogen. Oha. Wow. Ah, Hirsch. Wunderbar. Ich hüpfe nie vor Freude herum, aber das fühlt sich wirklich gut an. Ein rauchender Hirsch. Weitaus besser als erwartet. Also, so wie ich die Sache sehe, gehört dieses Schiff jetzt dir. Meinst du nicht auch? Ja, also nein sage ich da nicht, ne? Gut. Und da du die Seelenfährfrau bist, ist es jetzt deine Aufgabe, verlorene Seelen willkommen zu heißen. Sobald sie an Bord sind, werden sie ihre wahre Gestalt annehmen. Das ist zumindest meine Theorie. Warum siehst du mich so an? Komm her und umarme mich. Okay. Oh. Knuffig. Viel besser. Komm mit. Sehen wir uns dieses Chaos mal an. Oh nein. Was ist das für ein Durcheinander? Erinnert mich an Tante Petunias alten Hof. Ein wunderschönes, chaotisches Testament der Faulheit. Ich mag sie. Oder einfach die vollkommene Unfähigkeit, sich von irgendetwas zu trennen. Wie dem auch sei, wir müssen etwas dagegen unternehmen, sonst kommt meine Stauballergie zurück. Lass mich nachdenken. Wir haben nur eine Möglichkeit, das alles aufzuräumen. Du musst dich mit Albert treffen. Er ist ein örtlicher Schiffsbauer. Okay. Und seine Witze sind erbärmlich. Okay, wir stellen uns mal auf alles ein. Aber nur er kann dein Schiff auf Vordermann bringen, okay. Wir sollten zu Alberts Werft schippern. Du fragst dich sicher, wie du dieses Schiff in Bewegung setzen kannst. Das ist im Grunde kinderleicht. Hier, diesen Schlüssel habe ich auf der Insel gefunden. Damit kannst du die Kajüte hinten auf dem Schiff aufschließen. Dort sollte sich ein Kartenprojektor befinden. Woher ich das alles weiß? Nun, ich hatte doch meine Flucht geplant, weißt du noch? Und du kennst mich ja. Ich plane sorgfältig. Sehr sorgfältig. Mir gefällt ihr Gesichtsausdruck. Geh und schließ die Kajüte auf, Stella. Der Kartenprojektor sollte einfach zu bedienen sein. Und du musst ja nur zu Alberts Werft. Okay. Drücke Tab, um dir deine aktiven Anfragen anzusehen. Okay. Alles klar. Dann mal Rinder. Die Mieze ist schon oben. Hat sie schon auf dem Bett gemütlich gemacht. Gucken wir mal. Okay, Althafen. Dann schauen wir mal. Alberts Werft. Was haben wir hier unten? Ah, okay, da ist die Immerpforte. Alles klar. Okay, dann. Auf geht's! Schauen wir mal. Okay, wir spielen ein bisschen mit unserem Immerlicht rum. Okay. Ah ja, gut.
Dann werden wir jetzt wohl abwarten, bis wir da sind. Mal ein bisschen gucken. Das ist da wohl unser kleines Reich. Kann ich mit ihr nochmal reden? Nein. Ah, Stella. Wenn ich es richtig verstehe, treibt dein Immerlicht das Schiff an. So kreuzt es über den Ozean und spürt verlorene Seelen auf. Das würde auch erklären, warum ich selbst nichts bewirken konnte. Ziemlich faszinierend, das musst du schon zugeben. Ja. Hör zu, ich weiß schon, dass dich das alles etwas überwältigt. Ja, ein wenig. Charon, die immer pforte, die Seelenfährleute, dieser Ort, dieses Schiff, dass ich hier bin, das ist eine Menge. Du fragst dich sicher, was hier vor sich geht. Um ehrlich zu sein, weiß ich das auch nicht genau. Aber ich bin für dich da. Ich werde mein Bestes geben, dir zu helfen und alles zu erklären. Wie schon gesagt, ich wollte selbst losfahren, aber ich konnte es einfach nicht. Nachdem ich dich getroffen habe, weiß ich wohl auch, warum. Ich lasse dir erstmal etwas Raum, um das Schiff zu erkunden. Du kannst auch die Angel dort ausprobieren. Angel? Die Welt liegt dir zu Füßen. Okay. Ich glaube allerdings, wir sind jetzt schon da. Ja, da wären wir. Alberts Werft entdeckt. Ja, sehr schick. Okay, da wären wir. Geh jetzt zu Alberts Werft und verbessere dein Reißbrett. Okay. Anders wirst du das Chaos nicht los. Ich frage mich, woraus das alles besteht. Angesichts des Geruchs tippe ich auf mindestens 7 unterschiedliche Arten von Dreck und Staub. Interessante Einschätzung. Okay, ich muss auf das Bötchen. Richtig oder richtig? Platsch, okay. Okay. Bin gespannt. Ah ja. Okay. Albert ist ein Hai. Sehr schön. Hier drüben. Willkommen in meiner Werft, junge Reisende. Wo meine Preise die besten Freunde jedes Kunden sind. War das jetzt der erste erbärmliche Witz oder... Naja. Ich bin Albert. Ich baue Schiffe, seit ich denken kann. Bist du die neue Seelenfährfrau? Jawohl. Oh, aber natürlich. Du hast das Schiff schließlich zum Laufen gebracht und hergesteuert. Gwen hat gut daran getan, dir mein bescheidenes Unternehmen zu empfehlen. Ha, dann wollen wir mal sehen, was du da hast. Nette kleine Jolle. Sieht genauso aus wie die, die ich vor Ewigkeiten gebaut und in meiner alten Werft eingelagert habe. Charon war mit seiner düsteren, durchweichten Arche nämlich nicht zufrieden. Eigentlich war er ständig am Meckern. Okay, aber der Kunde ist nun mal König. Ja, so sieht's aus. Deshalb habe ich ihm eine neue, bessere gebaut. Sein altes Schiff wollte er natürlich nicht aufgeben. Wir sind nun mal Gewohnheitstiere. Aber keine Sorge, das Schiff kannst du behalten. Betrachten wir es einfach als Leihgabe. Und eins wollte ich dir noch sagen. Weißt du, dass wir immer darüber witzeln, dass hier ständig gebaut wird? Mach dir keine Sorgen. Wir arbeiten noch daran. Ja. Wie dem auch sei, mit etwas Liebe wird dieser Kahn bald wieder wie neu funkeln. Zuerst benötigst du ein ordentliches Reißbrett. Weil heute dein Glückstag ist und ich in Spendierlaune bin, gebe ich dir dein erstes Reißbrett. Kostenlos. Oh, das ist aber sehr, sehr nett. Es ist wohlgemerkt etwas simpel in seinen Anwendungsmöglichkeiten. Aber die weiteren Verbesserungen sind so günstig, dass du nicht lange auf sie verzichten möchtest. Weise mich einfach an, das Schiff zu verbessern. Okay, Grundlagen des Bauens. Verbessern.
Okay, Anfänger, Bastler, Handwerker, Experte, Meister. Okay. Ja, ich würde sagen. Eisbrett, was haben wir da unten? Briefkasten? Ah, okay, da brauchen wir aber noch andere Dinge für. Ja, ich denke mal, ne? Nehmen wir mal. Gut. Du kannst Gebäude auf deinem Schiff bauen und bearbeiten. Das ist toll. Aber wenn du dein Schiff wirklich größer und komfortabler machen möchtest, kann ich dir helfen. Statte mir einen Besuch ab, wenn dir der Platz auf dem Schiff ausgeht. Bis dann. Okay, alles klar. Damit haben wir die Aufgabe auch erfüllt. Sind dann mit ihm hier wahrscheinlich erstmal fertig. Und ja, ich würde sagen, wir schauen dann beim nächsten Mal, wie es weitergeht, was noch so unsere Aufgaben sein werden. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Wenn ja, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da, dann freue ich mich. Und natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, ihr Lieben. In diesem Sinne, meine eine verabschiedet sich für heute von euch. Habt einen schönen Tag, passt auf euch auf. Ciao, ciao.